Herzlich willkommen bei den Zwergperten. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie man die Kinder in den Axkit sitzen mit der beweglichen Kopfstütze so anschnallt, dass auch alles gut hält und alles sicher ist. Jetzt haben wir das Kind hier schon mal reingesetzt. Das ist ein ganz normaler 5-Punkt-Gurt, wie man das auch kennt. Der wird jetzt einfach geschlossen. Diese beiden Teile kommen zusammen. Hier ist so ein kleines Nöppelchen, was sich einhakt. Und dann wird das eingeklickt. Jetzt ist wichtig, dass der Gurt wirklich fest ist, denn der Sinn von dieser Verstellung bei der Kopfstütze, warum die immer noch so ein-, zweimal klickert, nachdem die Kinder angeschnallt sind, ist, dass der Gurt nochmal nachgestrafft wird. Wenn die Kopfstütze elendweit hochrutscht, dann liegt es daran, dass der Gurt nicht fest genug ist. Deswegen muss man genau darauf achten. Man darf auch beim Festziehen nicht zwischendrin loslassen, denn dann hakt sich die Kopfstütze irgendwo auf halbem Weg ein. Und wenn ich jetzt nochmal ziehe, dann kann ich zwar den Gurt nachziehen, aber nicht mehr die Kopfstütze verstellen. Das heißt, immer in einem Rutsch so weit ziehen, bis die Kopfstütze da ist, wo sie hin soll. Das hier ist jetzt ein relativ kleines Kind, was wirklich gerade so in den Sitz passt, aber man sieht es trotzdem ganz gut. Also immer erstmal die Beckengurte halten. Ich mache meine Hand auch hier dazwischen. Ziehe den Gurt ganz fest. Man kann jetzt nochmal nachfassen und dann einfach nochmal ein bisschen nachziehen. Dann sieht man, dass noch ein bisschen was nachkommt. Jetzt ist das Kind schön fest angeschnallt. Der ist ganz unten. Dann kann man loslassen. Jetzt kann man noch mal ein bisschen kontrollieren. Meistens rutschen, egal bei welchem Sitz man die Gurte anzieht, diese Gurtpolster ein bisschen mit hoch. Wenn man will, dass da kein Geknubbel ist und alles schön sitzt, kann man die einfach noch mal ein bisschen runterziehen. Wenn man irgendwie doch eine Jacke drunter hat, am besten den Stoff ein bisschen zur Seite rausziehen, dann sitzen die Gurte schön fest. Und jetzt sieht man hier, das geht um die Schultern rum, ein kleines bisschen nach unten, das ist normal. Denn man hat jetzt erstmal ganz fest gezogen. Wenn wir jetzt hier ein paar Minuten drauf filmen würden, würde man merken, dass es noch mal klick, klick, klick macht. Die Kopfstütze rutscht ein kleines bisschen hoch und die Gurte straffen sich dadurch nochmal nach und am Schluss ist alles auf der richtigen Höhe. Bei kleinen Kindern kann es einfacher sein, dass man auf der passenden Höhe hier oben einfach diesen Stopphebel rummacht. Das ist vom Hersteller aber wirklich nur dafür gedacht, bei kleinen Kindern, bei denen das Anschnallen so ein bisschen schwierig sein kann, die Kopfstütze zu fixieren, bei großen Kindern bitte ganz normal anschnallen. Wenn man das beachtet, dann sollte die Kopfstütze nicht rutschen können, denn hier unten ist der Gurt fest und wenn der Gurt fest ist, dann ist das Einzige, was die Kopfstütze sich nach oben bewegen kann, das passiert einfach nur durch Gurtlose. Also möglichst wenig Gurtlose haben und dann passt das alles.